Sonnabend, der 10. September 2016. An diesem Tag waren alle ganz herzlich zum Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Sinkwitz eingeladen. Natürlich habe ich mir Zeit genommen und war auch mit der Kamera dabei. Angekommen im Hof des Feuerwehrgebäudes war schon Musik zu hören und so einige Besucher waren der Einladung gefolgt. Die Einsatzfahrzeuge konnten besichtigt werden und alle Technik und Ausrüstung wurde zum Greifen nah präsentiert. Im Gebäude der Feuerwehr konnte man sich gemütlich zu Kaffee und Kuchen niederlassen. Natürlich wurde auch der Grill angeworfen, für den Appetit auf etwas Herzhaftes. Nach einigen Aufnahmen vom Festgelände bot man mir an, das weitere Geschehen von einem Vordach aus zu filmen. Das nahm ich natürlich gern an. Wer noch höher hinaus wollte, hatte Gelegenheit, mit einer Hubbühne in 30 Meter Höhe gefahren zu werden und das Ganze aus der Vogelperspektive zu sehen. Auch das haben viele Besucher genutzt. Als ich nun mit meiner Kamera das Podest besetzt hatte, wurde die Vorführung einer Löschübung der Jugendfeuerwehr mit einem offiziellen Feueralarm ausgelöst. Sehen Sie selbst.
Als nächste Vorführung gab es eine Demonstration eines Fettbrandes in der Küche, der mit Wasser gelöscht wird. Genau das ist falsch. Den so entstehenden gefährlichen Effekt sehen Sie jetzt. Und am Abend dieses Tages der offenen Tür klang das Fest mit Musik und Tanz im Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr Singwitz aus.